Ich tanze mit den Stadtbekannten, Investoren und Spekulanten, den Tango auf dem Wohnungsmarkt in Deutschlands teuerster Großstadt in München. Musikalische Ideen hat Philipp Röder allemal, wenn es um die eigenen vier Wände in München geht. Doch es will nicht so richtig klappen. Eine Absage nach der anderen. Der 25-jährige Student kommt einfach nicht aus dem Elternhaus raus. Woche für Woche werden die Immobilienseiten der Zeitungen durchgewälzt. Mit seinem Song »Wohnen trotz München« will er nun rein ins Zentrum und endlich selbstständig sein. Spiel Spaß und Spannung und ein Dach überm Kopf. Ich war seit Wochen auf der WG-Suche, also eigentlich schon über einen Monat damals. Und es war total frustrierend irgendwie an dem Punkt angekommen, wo ich unglaublich viele E-Mails geschrieben habe, wo ich mehrere Castings hatte, die halt irgendwie fehlgeschlagen sind. Und dann wurde mir auch bei manchen nicht mal abgesagt, obwohl ich ein gutes Gefühl hatte, sondern einfach das Angebot nochmal reingestellt am nächsten Tag, so mit der Aussage, wir haben nicht den richtigen gefunden bisher. Unzählige Mails hat Philipp geschrieben, in 5 WG-Castings hat er es mittlerweile geschafft, aber bisher erfolglos. Doch ich will was erleben, mir das WG-Leben geben, gemeinsam kochen und zocken, am Gärtnerplatz herumhocken, die besten Partys besuchen und Prüfungszeiten verfluchen und das geht. Die kreative Bewerbung für ein WG-Zimmer unterstützen auch seine Kommilitonen. Ich finde den Song Wohnen trotz München eine sehr kreative und gute Art, gegen die Wohnungsnot in München zu protestieren. Ich habe ähnliche Erfahrungen schon gemacht und ich finde, es kann nicht genug auf diese Situation aufmerksam gemacht werden. Also Daumen hoch, finde ich klasse. Ich komme nicht aus Deutschland und ich habe sehr lange nach einer Wohnung gesucht. Aber leider konnte ich eine Wohnung in einem Studentenwohnheim nicht finden. Und jetzt wohne ich privat und ich muss natürlich mehr dafür zahlen. Und ja, ich finde die Idee toll. Doch manchmal ist es vielleicht sogar besser, wenn man sich für seine Traumwohnung ein bisschen Zeit lässt. Also ich habe einiges an skurrilen Geschichten erlebt. Es gab eine WG-Besichtigung, wo mir, bevor man mich überhaupt kennengelernt hat, einen Joint und einen Drink angeboten hat. Philipp Röder ist zuversichtlich, dass er ein Zimmer findet. Dank ihm hat der Münchner Wohnwahnsinn nun auch einen Ohrwurm. Ich will nur eine WG, nur eine WG, nur eine WG.